Partys, Sex und dicke Schlippen. Das Klischee des Vermögensberaters. Dann gibt es noch sie, ganz seriös, einfach Kloppo, die DVAG, Deutschlands größter Finanzvertrieb. Nehmen Sie Ihre Zukunft selbst in die Hand und werden Sie Vermögensberater. Sie füllen Stadien, werden sogar von der Kanzlerin gefeiert. Sie haben ein tolles Konzept. Ein klassisches Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Ist das so? Wir treffen eine Insiderin. Meiner Meinung nach kann man die Ziele nur erreichen, wenn man skrupellos ist und den Kunden ins Gesicht lügt. Und sind undercover bei der DVAG. Wenn du eine Zeit lang hauptberuflich dabei bist, wirst du dir irgendwann mit Geld zugeschissen. Hinter dieser Fassade das Hauptquartier der deutschen Vermögensberatung, kurz DVAG, Deutschlands größter Finanzvertrieb. Im sechsten Jahr in Folge meldet das Unternehmen ein Rekordergebnis. Mit nun über 8 Millionen Kunden, fast 17.000 hauptberuflichen Vermögensberatern sind wir unbestritten die absolute Nummer 1. Fast 2 Milliarden Euro Umsatz, über 200 Millionen Euro Gewinn in nur einem Jahr. Die Vermögensberater der DVAG gelten als die biederen Vertreter ihrer Branche. Das Unternehmen gibt sich seriös. Prominente helfen dabei. Sportler wie Mick Schumacher und Fabian Hambüchen, Entertainer wie Joey Kelly, Horst Lichter, Helene Fischer und dann er, der Coach, Jürgen Klopp. Gute Entscheidung zu treffen, ist das Beste, was dir passieren kann. Anderen Menschen dabei zu helfen, das macht einen guten Coach aus. Jürgen Klopp, Fußballidol, Pokalsieger und deutscher Meister, Gewinner der Champions League, englischer Meister, Welttrainer und immer wieder zu Gast bei Events der DVAG. Ich bin mir nicht sicher, ob DVAG überhaupt noch Gegner hat. Lebensversicherung, Baufinanzierung, Aktienfonds, Riester-Rente. DVAG-Vertreter verkaufen, was der Markt hergibt. Inzwischen arbeiten dort mehr als 18.000 hauptamtliche Vermögensberater. Die haben vor allem eine Einnahmequelle: Provisionen. Wir sind verabredet mit Professor Hartmut Walz. Er beschäftigt sich seit langem mit der Masche von Finanzvertrieben. Die Tatsache, dass eben die Vermittler nur von Provisionen leben, heißt eben, dass sie natürlich trotzdem ihre Fixkosten haben und ihren Lebensstandard aufrechterhalten wollen und ihre Miete zahlen müssen, dass diese Menschen halt extrem hungrig sind. Und das senkt eben auch die Schwelle für Skrupel. Die Leute sind entsprechend skrupellos. Und der Provisionsanreiz entpuppt sich dann ganz schnell als Fehlanreiz. Die möglichen Folgen laut Walz: unpassende Verträge, zu viele Verträge, zu langlaufende Verträge. Für jeden abgeschlossenen Vertrag zahlt der Kunde Provisionen. Von diesen Provisionen profitiert aber nicht nur sein Vermögensberater, sondern auch dessen Vorgesetzter und dessen Vorgesetzter. Bis ganz nach oben, typisch für einen Strukturvertrieb. Die jeweils höhere Ebene verdient an den unteren mit. Und insofern hat auch jeder Mitarbeiter das Ziel, unter sich neue Leute zu generieren, also quasi eine Ebene höher zu rutschen und die Anzahl der Mitarbeiter zu maximieren. Wir wollen herausfinden, wie die DVAG neue Mitarbeiter wirbt, legen uns einen Fake-Account an und nehmen Kontakt zu einem erfolgreichen DVAG-Berater auf. Dann geht alles ganz schnell. Wenn du eine Zeit lang hauptberuflich dabei bist, wirst du dir irgendwann mit Geld zugeschissen. Doch für den großen Erfolg müsse sich jeder Neuling erstmal unterordnen. Und zwar ganz unten. Dann wird der DVAG-Berater persönlich. Also eigentlich müsstest du jetzt sagen, du bist die Liebe meines Lebens. So abhängig musst du dich von mir machen, damit wir das zusammen durchziehen können. Das muss dein Wille sein, der muss ungebrochen sein. Und was deine Freunde zur DVAG sagen, ist egal. Scheiß auf die. Die wollen nicht, dass du glücklich wirst. Familie und Freunde als Hindernis auf dem Weg zum Erfolg. Wir treffen eine Aussteigerin. Perücke, Sonnenbrille und Maske. Ihr persönlicher Wunsch, denn sie will nicht erkannt werden, fürchtet berufliche Nachteile. Sie kann einen Einblick geben, mit welchen Methoden bei der DVAG Profite gemacht werden. Seine ersten Kunden muss man selbst akquirieren.
man geht einfach die Familie und engsten Freunde erstmal durch. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich habe mich sehr schlecht dabei gefühlt, die so zu penetrieren. Aufstieg als Antrieb. Interne Schulungsunterlagen machen klar, nur wer vom Agenturleiter die Stufen nach oben steigt, verdient auch richtig viel Geld. Die Aussteigerin schildert weiter, sie sei vor anderen komplett zur Schau gestellt worden, weil sie gesetzte Ziele nicht erreicht habe. Meiner Meinung nach kann man die Ziele nur erreichen, wenn man skrupellos ist und den Kunden ins Gesicht lügt. Man leidet auch unter sehr großem Erfolgsdruck und es ist schwierig rauszukommen. Man wird wie ein Aussätziger behandelt, wie ein Verbrecher. Um es kurz, knapp und ehrlich zu sagen, es ist eine Sekte. Seit Jahren gibt es immer wieder kritische Berichte von ehemaligen Vermögensberatern der DVAG. Aussteiger kritisieren sektenähnliche Praktiken. Es ist wie Gehirnwäsche. Die Leute leben so in einer Blase, das höre ich immer wieder. Ja. Sie verbringen ihre Freizeit dann mit Gleichgesinnten. Und man kriegt ja von außen auch relativ viel Prügel. Man kriegt ja, wenn man Finanzdienstleistungen vermittelt, man kriegt häufig die Tür vor der Nase zugeschlagen. Und dann hat man halt diesen Kuschelkreis. Und das ist dann so eine Blase der Gemeinsamdenkenden. Wie konfrontieren die DVAG mit den Recherchen? Das Unternehmen antwortet Punkt für Punkt, weist alle Vorwürfe zurück. Die DVAG eine Sekte? Das sei unsachlich. Die Berater skrupellos? Eine bedarfsgerechte Beratung stehe im Vordergrund. Druck und Kundenakquise im Familien- und Freundeskreis? Dazu gäbe es von der DVAG keine Empfehlung. Und grundsätzlich, die Berater arbeiteten selbstständig und selbstbestimmt, ohne zentrale Verkaufsvorgaben. Bei der Verbraucherzentrale Hamburg laufen regelmäßig Beschwerden über die DVAG ein. Marilena Schraner lässt ihre DVAG-Verträge checken. Sie hatte einen Fondssparplan, eine Riester-Rente und eine zusätzliche Rentenversicherung abgeschlossen. Das ist wahnsinnig teuer. Und das werden Sie auch über die ganze Laufzeit eben bezahlen müssen. 2.400 Euro zahlt sie jährlich ein. Davon gehen ab 542,40 Euro Verwaltungskosten. Das sind 22,6%. Die Kosten fressen die Gewinne auf. Es scheint so, dass da eben die Provision im Vordergrund stand und nicht das Wohl von Frau Schraner. Die DVAG schreibt, die Beschwerde einer Kundin sei nicht repräsentativ, aber... Sollte ihr Vorwurf zutreffen, wäre dieser Einzelfall gleichwohl nicht akzeptabel. Ein Einzelfall? Die DVAG beschäftigt immer wieder die Gerichte. 2012 verurteilt der Bundesgerichtshof das Unternehmen zu Schadenersatz. DVAG haftet für schlechte Beratung. Und 2017 entscheidet das Oberlandesgericht Karlsruhe, ein Versicherungskonzern muss für Beratungsfehler einer DVAG-Vermittlerin zahlen. Man kann sagen, dass das Schicksal überall ähnlich ist, nämlich dass aus dem Freundes- und Bekanntenkreis Berater zu einem gelangen und in der Nachschau stellt sich dann raus, dass diese Produkte eben sehr kostenintensiv waren und man vielleicht eben doch gar nicht so ganz gut beraten worden ist. Marilena Schraner hat Konsequenzen gezogen. Ich habe keinen Sinn mehr gesehen, das weiter zu besparen und gehe einen neuen Weg für mich, mit dem ich jetzt fein bin, obwohl ich 2.000 Euro Verlust mache. Gute Entscheidung zu treffen, ist das Beste, was dir passieren kann. Anderen Menschen dabei zu helfen, das macht einen guten Coach aus. Anderen Menschen dabei zu helfen, würde bedeuten, neutral zu beraten und nicht provisionsorientiert Dinge zu verkaufen. Wir schreiben Jürgen Klopp, wollen wissen, warum er für die DVAG Werbung macht. Ich bin seit 6 Jahren Partner der Deutschen Vermögensberatung und habe das Unternehmen als seriöses Unternehmen im Finanzbereich kennengelernt. Ich selbst bin im Finanzwesen alles andere als ein Experte und deshalb auf Hilfe angewiesen. Gemeinsam alles tun für eine Top-Performance. Ein DVAG-Team holt sich Motivation. Meet and Greet mit Jürgen Klopp. Seit 2015 wirbt er für die DVAG, verdient damit Millionen. Bevor ich Partner Partner wurde, war es ja so, dass ich, ganz ehrlich zu sein, so Vermögensberatung von ihr so ein bisschen, weiß es nicht so genau. Seit ich da dabei bin, hat sich das Bild für mich total geändert. Dabei konnte Klopp schon lange vor der DVAG Erfahrungen mit einem Finanzvertrieb sammeln. Hallo, mein Name ist Jürgen Klopp. Klopp war Werbepartner der Hamburg-Mannheimer,
die zu Ergo wurde. Hier können Sie richtig weit kommen. Erfolge feiern, Karriere machen. Und alles, was Sie dafür mitbringen müssen, ist Motivation, Motivation und nochmals Motivation. Klopp beendet die Zusammenarbeit 2011. Der Grund? Ein Sexskandal. Sex als Belohnung. Auf Firmenkosten. Alles bezahlt von der Hamburg-Mannheimer, einer Tochter des Ergo-Konzerns. Und bestens organisiert. Hostessen hatten rote Bändchen um, Prostituierte gelbe. 300.000 Euro hat die Sexparty in Budapest damals gekostet. Sag mal, wenn ich jede Reise melden soll, wo es in irgendeiner Form Prostituierte dabei waren oder man zu Prostituierten gegangen ist oder deren Leistung in Anspruch genommen hat, ja, dann muss ich jede Reise melden. Klopp wirbt nun für die DVAG. Die gilt als seriös, doch das Geschäftsmodell ist ähnlich. Geld scheffeln mit Provisionen. Das Unternehmen setzt auf ein Saubermann-Image. Auch Spitzenpolitiker helfen dabei. 1995 war Kanzler Helmut Kohl Jubiläumsgast beim Finanzvertrieb. 2008 feierte Merkel die Gründerfamilie. Sie haben ein tolles Konzept. Ein klassisches Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Und Sie haben mit Ihrem Elan, mit Ihrem Mut, mit Ihrer Kraft und mit Ihrem Engagement, und das ist natürlich genauso geltend für Ihre Kinder und Ihre Familie, haben Sie immer wieder Menschen gefunden, die sich engagieren für andere Menschen. Die mächtigsten Politiker des Landes zu Gast bei der DVAG. Gleichzeitig gehört das Unternehmen zu den größten Parteispendern in Deutschland. Lobby Control hat die Zuwendungen an die Politik zusammengerechnet. Gezahlt haben die Deutsche Vermögensberatung und mit ihr verbundene Unternehmen, Verbände und Einzelpersonen. Seit dem Jahr 2000 sind mehr als 7,6 Millionen Euro an die Politik geflossen. Allein an die CDU über 4,8 Millionen und an die FDP 2,1 Millionen. Die DVAG betont, sie spende aus gesellschaftlicher Verantwortung. Andere haben Zweifel, dass das der einzige Grund ist. Naja, zum einen ist es für so ein Unternehmen wie die DVAG natürlich wichtig, gut und frühzeitig über Gesetzesvorhaben informiert zu sein. Und zum anderen hilft so eine Kontaktpflege natürlich auch, wenn man da Einfluss nehmen möchte. 2019 schlug das Bundesfinanzministerium eine Gesetzesverschärfung vor. Weniger Provision für die Verkäufer von Kapitallebensversicherungen. Das ist ein sehr schönes Beispiel für den Einfluss von der Finanzlobby. Da hat zum Beispiel der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft sich sehr stark dagegen ausgesprochen. Auch die DVAG war gegen einen solchen Provisionsdeckel. Und am Ende wurde die Sache auf Eis gelegt, weil sie im Bundestag blockiert worden ist. Die DVAG, ihre Berater, weit weg vom Klischee des schmierigen Finanzvermittlers. Doch die Methoden zum Geldverdienen erscheinen ähnlich fragwürdig. Der Kunde nicht selten verkauft, statt gut beraten. Hast du schon Erfahrungen mit Vermögensberatern gemacht? Erzähl es uns in den Kommentaren. Wenn dir unser Video gefallen hat, drück die Abo-Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Dieser Beitrag ist in Zusammenarbeit mit der Redaktion von ZDF Magazin Royal entstanden. Hier kommst du zum Video.